Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Wir gehen erst einmal direkt in die Villa und gehen auf Boohoo-Jagd. Die Boohoos verstecken sich in sämtlichen Räumen eigentlich. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, ja. Es gibt ein paar ganz wenige Räume in der Villa, in denen kein Boohoo steckt, aber in fast allen Räumen haben wir ansonsten einen. Und diese Boohoos haben folgende Besonderheit. Ach komm, was warte ich mit der Besonderheit? Wir schauen sie uns einfach an, aber vorher speichern wir mal ganz schnell. Ja, ein riesiger Boohoo flog hier vorbei. Was ich übrigens interessant finde, erstmal haben wir jetzt eine Boohoo-Anzahl, wie man sieht, 0 von 50. Es gibt 50 Stück im Spiel, da haben wir einiges vor. Wenn ich mich nicht irre, muss man sie gar nicht alle bekommen, um das Spiel zu 100% abzuschließen. Also doch, zu 100% ja, aber man braucht sie nicht ab für das Schaffen des Spiels. Aber ich mache ja 100%, was das betrifft, alle Boohoos. Ja, hier haben wir anscheinend das Signal eines Boohoos. Und Rambu ist hier. Ganz wichtig ist, diese brauchen wir nicht einsaugen, einleuchten. Die sind ja auch schon in hellen Räumen. Sie haben keine Angst vor dem Licht. Aber sie können durch Wände fliehen. Das ist hier noch nicht das Problem, wenn wir den Nachbarraum schon betreten können. Allerdings können sie auch in Räume rein, in denen wir noch nicht waren. Hier gibt es sowas. Du hast bereits deinen ersten Boohoo gefangen. Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, diese Boohoos scheinen Licht nicht gerade zu mögen. So viel ist sicher. Sie setzen alles daran, sich in bzw. unter Einrichtungsgegenständen zu verstecken, wenn sie in einem hellen Raum feststecken. Folgerichtig müsste man nur alle Lichter der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Boohoos zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Boohoo schicken und mir deine sämtlichen Daten schicken. Ja, nach jedem Boohoo können wir einmal speichern, ganz schnell. Und gib 8 Luigi. Ja, ich würde sagen, ab zum nächsten. Wir können auch das Glück haben, einen Boohoo-Ball oder auch eine Boohoo-Bombe zu bekommen. Die Bombe ist weniger praktisch als der Ball. Naja, Boobs hätten wir hier. Die haben alle wirklich sehr schöne Namen. Boobs ist da ja noch relativ harmlos. Naja, das war Boohoo Nummer 2. Hey, du bist ja nicht zu bremsen, Luigi. Fantastisch. Okay, du kannst mir jetzt den Boohoo schicken und mir deine sämtlichen Daten schicken. Ja, das Problem ist halt, Boohoos können wir nicht in jeden Raum fliehen. Also in jedem benachbarten Raum. Und wenn wir mal so auf die Karte schauen, sehen wir hier zum Beispiel, dass er auch ganz schnell mal hier in Gegenden fliehen kann, in die wir noch gar nicht können. Und das wäre dann problematisch. Ich glaube, hier haben wir auch nochmal einen ganz schnell. Das war wieder der Ball. Dann hier hinten eben. Also je roter der blinkt, desto näher sind wir dran am Boohoo. Game Boo Advance. Das ist schon wieder einer der schöneren Namen, wie ich finde. Game Boo Advance. Da hat jemand sehr viel Spaß überhaupt gehabt, die ganzen Namen sich auszudenken. Da sind sehr schöne Namen bei. Es gibt auch eher langweilige Namen, aber es gibt auch sehr viele schöne Namen. Ja, den Text schicken wir einfach mal auch gleich mit, statt ihn vorzulesen. Ich glaube, hier war sonst dann nichts mehr, weil jetzt haben wir nur noch den Balkon. Und hier ist Boohoo-freie Zone. Wenn da unten die Lampe blau ist, gibt es keine Boos. Wenn übrigens ein Boohoo in einem Raum ist, in dem er eigentlich nicht gehört und dort länger rumsitzt, dann versteckt er sich dort auch gerne mal. Und wenn mehrere Boohoos auf einmal in einem Raum sind, können ja auch alle fliehen. Und auch alle wieder gemeinsam in einem weiteren Raum ist. Kann dann auch sein, dass man mit mehreren auf einmal rumrennt. Auf einer Ebene. Das war eine Tür, die richtig ist. Übrigens, wenn man ein Boohoo in einem dunklen Raum findet, dann braucht man wesentlich länger, um sie zu fangen. Tabu hat sich versteckt im Schiff. Ich frage euch erst ganz schnell mal, was ist euer Lieblings-Boohoo-Name im Laufe des Spiels? Also passt mal auf und merkt euch euren Favoriten. Und am Ende des Let's Plays möchte ich gerne mal wissen, was ist euer Lieblings-Boohoo-Name gewesen? Ja, und wenn man schon dabei ist, kann man genauso gut auch fragen, was fallen euch für Wortspiele mit Boos ein? Wie könnte ein Boohoo noch heißen? Für die, die das Spiel nicht wissen, vielleicht auch dann interessant, ob es diesen Namen vielleicht tatsächlich sogar im Spiel gibt. Wo ist er denn? Hier, im Bett. Ja, hier ist einer. Nein, das ist die Boo-Bombe. Vielleicht da oben? Wer weiß, auch in einem Ventilator kann ein Boo stecken.
wie auch immer er sich da drunter verstecken soll. Also das da drunter passt nicht ganz. Nö, da ist er nicht. Hier hatten wir ihn aber. Oder auch nicht. Im Spiegel? Spiegel scheint ganz gut zu sein. Bulette. Jetzt habe ich Hunger, danke. Ich habe doch gar nichts was gegessen. Und schon habe ich wieder Hunger. Nur wegen dieser Bulette. Naja. Wir haben jetzt immerhin schon 10% der Buhus. Das ist schon mal ein netter Anfang. Ja, du scheinst dann extra schwer für diese Biester zu haben. Interessant. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner. Aber du hast noch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette. Das erleichtert manchmal ungemein. Ja, das ist irgendwo für ein Hinweis, wenn ich mich nicht irre. Naja. Auch hier haben wir natürlich noch einen Buhu. Unser liebes Baby hat auch einen Buhu im Zimmer. Was ich mich immer frage bei dem Ganzen ist folgendes. Wenn Mario von den Buhus entführt wurde, wieso ja, haben wir quasi jetzt eben die Buhus befreit, wenn sie die ganze Zeit gefangen waren? Ja, Turbo haben wir hier. Genauso schnell wie er sein scheint, kommt er auch unseren Staubsauger. Mit einem Turbo-Antrieb. Also wir haben ja die Buhus gerade eben befreit. Wieso haben sie vorher die Gemäldegeister befreit? Wie haben sie vorher Mario entführt? Das ist bis heute für mich das Rätsel dieses Spiels. Haben sie sich etwa selber irgendwie gefangen? Oder haben sich die Gemäldegeister gedacht, ach komm, so ein Buhu haben wir nicht gerne im Haus. Wir sperren sie jetzt ein. Ich weiß es nicht. Ich werde es wohl auch nie erfahren. Außer jemand von euch weiß es zufälligerweise, wieso die Buhus auf einmal alle eingesperrt sind. Naja. Wir haben auf jeden Fall... Jetzt weiß ich auch, wofür der Hinweis war, ganz nebenbei. Aber wir kümmern uns erstmal noch um ein paar Buhus. Alle, die wir bis jetzt holen können, holen wir auch mal eben ganz schnell. Wo haben wir den? Hier haben wir... Was? Da haben wir ihn auch schon. Bulala hätten wir hier. Und Bulala ist natürlich auch schnell bei uns im Sauger. Keine macht den Buhus. So. Das war Nummer 7. So viel haben wir auch gar nicht mehr über. Und, ja, man denkt jetzt, das Spiel geht relativ schnell vorbei, wenn wir jetzt schon 7 von 50 haben. Muss aber auch sagen, dass es natürlich auch immer wieder später neue Räume gibt. Und man muss ja auch sagen, dass diese 7 jetzt zwar alle in einem Part geholt wurden, aber im Endeffekt ja doch ein bisschen gebraucht haben. So, einer war ganz faul und hat sich direkt in diesem Raum noch versteckt. Also ich meine, das ist wirklich faul, wenn man bedenkt, dass sie hier ursprünglich gefangen waren, unter diesem Raum. Und da haben wir ihn auch. Wen haben wir denn hier? Game Boo. Kein Advance für dich. Nur der ganz normale. Jetzt habe ich hier was Falsches gesaugt. Und... Ja. Ich würde sagen, den sehen wir so schnell nicht wieder. Game Boo ist weg. Schade eigentlich, dass er erst uns entkommen ist. Aber wir werden früher oder später alle wiederfinden. Und ich sehe schon, dass wir am Ende der Buhu-Jagd noch einmal ein paar, die wir verloren haben auf unserem Weg, ja, nochmal abholen müssen. Warum kann ich den nicht einsaugen? Keine Ahnung, ich bin dabei einfach nur zu schlecht. Ach, hier haben wir. Der ist auf dem Flur geflohen. Übrigens, wundert euch nicht, dass hier ein Kronleuchter rumfliegt. So, jetzt ist aber endgültig weg. Ja, da kommen wir jetzt noch nicht so schnell ran. Ja, wundert euch nicht, dass hier ein Kronleuchter rumfliegt. Das ist ein Gemäldegeist. Selbst auf diesem Flur haben wir einen. Aber der kommt erst ein bisschen später. Wo wir jetzt erstmal hin wollen, ist auf die Toilette. Warum auf die Toilette, mag einer sich fragen? Weil das hier gar nicht die Toilette ist. Habe ich irgendeine wichtige Tür verpasst? Achso, einen Raum weiter. Da ist die Toilette. Neben dem Badezimmer gibt es auch Sinn. Hallo Tod erst einmal. Ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Das war keine Absicht. Sorg dich nicht darum, würde ich mal sagen. Oh, dann kümmerst du dich darum? Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Oh, fein, ja. Hier haben wir jedenfalls dann eine Toilette und wir sind Klempner, wie Tod schon richtig sagte, deswegen holen wir ja auch den Schlüssel raus. Ich glaube, das ist eine der wenigen Stellen in einem Mario-Luigi-Spiel, wo man tatsächlich klempnern muss. Naja,
Wir dürfen jetzt aber wieder ein längeres Stück Weg zurücklegen. Naja. Ich will ja eigentlich immer mit möglichst wenig Geldverlust durch. Aber dann schaffe ich es nie. Vor allen Dingen sehe ich auch schon mein Leben wieder so verschwindend gering. Naja, verschwindend gering ist eine andere Sache. Was haben wir denn hier für einen schönen Raum? Die Stube der Seherin hätten wir hier. Und ja, das Rätsel der Lösung ist dieser Kristallkugel, die wir einfach anschreien können. Und dann passiert das. Um was suchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Le Carreau. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie zu mir bringen. Dann wärst du Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Ja, das ist übrigens tatsächlich gar nicht mal so dumm, es zu tun. Aber hier gibt es erstmal nichts mehr, deswegen wechseln wir den Raum. Und hier haben wir dann einen wunderschönen, dichten Raum. Was hier besonders ist, die Geister sehen wir nur im Spiegel. Wer hätte das gedacht bei so einem großen Spiegelraum? Das heißt, man muss aufpassen. Und ein bisschen Vorstellungskraft haben. Oder was heißt hier Vorstellungskraft? Ein bisschen Orientierung und ein bisschen räumliches Denken. Wenn man sie allerdings einmal angeleuchtet hat, dann bleiben sie auch für uns sichtbar. Auch in der richtigen Seite des Raums. Und da vorne ist irgendwo einer. Ich möchte gern diesen einen meiden. Aber es ist gar nicht mal so leicht, wenn man ihn nicht direkt sieht. Da war er auch. Ja, ich habe ihn hier eben gehabt. Da ist er. Man sieht ihn notfalls auch, wie man gerade noch gesehen hat am Nebel. Weil wer erscheint auch immer. So, da hätten wir ihn. Und hier hätten wir auch noch einen. Da oben, weil wenn ich ihn da ist, wieder der andere gespawnt. Okay, der ist mir jetzt erfolgreich an mich rangekommen. Okay. Jetzt aber, so. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann genauso schlecht angeln wie Geister jagen. Ist ja alles dasselbe. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Kiste erhalten. Eine rote Kiste, aber erst einmal Buhu-Jagd. Das ist kein Buhu. Bist du ein Buhu? Hier ist ein Buhu drin, im Feuer. Nein, das ist nur ein Buhu-Ball. Dann ist hier oben, in diesem Kerzenhalter. Wen hatten wir hier denn? Kung Bu. Ein Glück ist er nicht Meister des, ja, der Kampfkünste, sondern einfach nur ein Buhu. Und damit nur ein harmloser kleiner Geist. So, was haben wir denn noch in diesem wunderschönen Raum, an dieser Kiste? Ja, haben wir etwas Rotes. Was ist denn das? Wir erhalten hier unsere erste Elementarmünze. Auch wenn ich jetzt spoiler, es wird jetzt so gerade nicht gesagt. Hey Luigi, übrigens sehr schönes Bild da unten. Was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Achso, jetzt. Oh, ach, das ist eine Feuerelementarmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du Feuergeister fangen. Wie? Was ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, du triffst sie überall dort an, wo eine Flamme brennt, mein Junge. Die Geister selbst bestehen aus Feuer, wenn du so willst. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheuchst du sie auf und sie fliehen in die Luft. Das ist der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Danach kannst du durch drückende L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen anzünden und so weiter und so fort. Sei erfinderisch. Ein Anzeiger am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist doch einfach, oder? Ja, sicher ist das. Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja. Wie es der Zufall will, haben wir hier oben Feuer. Und das ist ein Feuerelementargeist. Und wie es so will, haben wir auch Kerzen. Quasi ein kleines Trainingssender, da unten haben wir die Anzeige. Übrigens sehr schön immer, man kann hier auch quasi Feuerimpulse, Feuerbälle quasi schießen, immer am Anfang. Und wenn es ausgeht, dann pusten wir halt nur noch Luft wieder.
Und wir haben endlos Munition quasi, weil wir immer nachholen können. So, jetzt haben wir alles hier im Raum an. Nein, da hinten nichts. Ich würde aber gerne alles anhaben. Ich glaube, dafür gab es was. Ja. Frage ich so was. Ich will eine Belohnung. Wo ist meine Belohnung? Ich habe jetzt gerade alle Kerzen angemacht. Dann gibt es eben keine Belohnung. Glaube ich, irgendwo eine Kerze vergessen. Nö. Dann eben nicht. Ich würde sagen, hier haben wir noch ein paar Kerzen. Und die können wir auch nochmal eben anzünden. Und mit diesen Kerzen aber bekommen wir tatsächlich was Sinnvolles. Da oben ist nämlich ein Schlüssel erschienen. Und diesen bekommen wir natürlich auch ganz leicht mit unserem Staubsauger. Und wo uns dieser Schlüssel hinführt, also in diesem Fall dort hinten hin, oder eher was sich dahinter verbirgt, so jetzt aber richtig, das sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play Luigi's Mansion. Bis dahin sag ich, tschüss.